Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag von Werndl & Partner. Heute geht es um Objektdokumentation, Fotos von Baustellen und Vor- und Nachteile von neuen Techniken und Möglichkeiten, die man hat. Mein Gast heute, Nadine Zagaffi, Gründerin und Ideenträger von baufortschritte.de. Danke, dass Sie heute hergekommen sind und mit mir über dieses Thema sprechen. Vielleicht stellen Sie sich einfach mal ganz kurz vor, wer Sie sind und wie Sie auf die Idee gekommen sind, baufortschritte.de zu gründen. Gerne. Also mein Name ist Nadine Zagaffi. Die Idee ist entstanden aus einer eigenen Erfahrung raus. Also wir haben vor 5 Jahren ungefähr eine Eigentumswohnung gekauft, wo meine Tochter noch sehr, sehr klein war. Und nach dem Erwerb war es einfach nicht mehr möglich, weil er immer schlecht wurde, zur Baustelle zu fahren. Und so habe ich einfach alle Freunde, Familie gefragt, ob sie mir nicht Fotos machen können, wie der Bau entsteht. Und irgendwie habe ich die Idee nicht losgelassen, dass es keine Plattform gibt, wo man die Entstehung von einem Neubauprojekt sieht. Und ich habe jedes Mal tierisch gefreut, wenn irgendjemand kam und ich habe gesehen, das Erdloch ist ausgehoben, der erste Stock steht. Und so ist die Idee entstanden. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt setze ich es um, weil ich es einfach toll finde, dass die Leute von überall den Baufortschritt sehen können. Spannend, ja. Aber jetzt ist natürlich die Frage, einfach so lapidar zu sagen, jetzt setze ich es einfach mal um. Das kann ja nicht jeder. Also Sie werden sich da irgendwelche Kenntnisse und Fähigkeiten erst einmal aneignen haben müssen, oder? Genau, ich habe viel gelesen, ich habe geschaut, was gibt es am Markt natürlich, was gibt es nicht, war natürlich noch spannender und habe Schritt für Schritt daran gearbeitet und habe Freunde, Bekannte gefragt, habe dann die ersten Bauträger gefragt und so ist es einfach über ungefähr 2 Jahre gewachsen. Also es ist und wächst nicht, immer noch. Nicht der typische Start-up-Gründer und Founder und irgendwie Website-Planner, sondern das ist einfach etwas, was aus einer Idee heraus entstanden ist und dann einfach praxisorientiert umgesetzt wurde, kann ich das so umschreiben. Aus eigener Kraft, mit eigenen Mitteln. Spannend, ja. Ist ja nicht einfach. Und ich glaube, dass viele da draußen unterwegs sind mit irgendwelchen Ideen, aber das dann einfach zu machen und umzusetzen, ist schon nochmal so ein gewisser Schritt. Ja, gibt Höhen und Tiefen. Es gibt Tage, da feiert man, es gibt Tage, da hat man Tränen in den Augen. Das glaube ich. Ist beim Bauen übrigens das Gleiche. Daraus ist dann diese Seite entstanden, baufortschritte.de, und ist für jeden zugänglich, ist öffentlich. Und jetzt würde ich einfach mal reinspringen in diese Seite. Da sieht man dann, also so kommt man hier an auf der Seite und da kann man dann hier entweder schon gleich eine Suche eingeben oder hier runter scrollen und schauen, was denn alles auf dieser Seite drauf ist. Jetzt sitze ich ja hier als fiktiver Kunde und Laie, aber auch als Bauträger, der hier ein paar Projekte präsentiert. Also ich sehe gleich auf den ersten Blick, ich habe den Spinnereihof hier ganz links, Bad Feilenbach und den Spinnereiwald ganz rechts. Hier gleich auf spannende Bauprojekte ganz vorne, das freut mich. Und hier rechts oben kann man sich anmelden oder abmelden. Ich sehe gerade, ich bin schon angemeldet. Ich kann dann einfach mal nochmal draufklicken, jetzt bin ich abgemeldet. Was mache ich denn auf Bauprojekt eintragen? Was passiert denn da? Als Bauträger kann man hier einfach Interesse bekunden, dass wir Kontakt aufnehmen, Angebot individuell erstellen. Genau. Also das heißt, läuft es dann telefonisch oder kommen Sie dann bei dem Bauträger vorbei oder wie funktioniert das? Erst telefonisch und dann komme ich am liebsten vorbei, weil wir ja wirklich individuelle Angebote machen. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist sehr einfach, sich hinzustellen und ein Foto zu machen. Das kann ja jeder selber machen eigentlich, ja. So ein Foto. Was ist jetzt der Mehrwert, den Sie als baufortschritte.de bringen gegenüber den nur noch 15 Fotografen, der sich hinstellen und ein Foto schießen? Also wir machen es mit professionellen Fotografen, also es sind professionelle Fotos. Sie sind immer vom gleichen Blickwinkel aus, außer es verändert sich mal was und man sagt, man muss noch eine Perspektive weiter weg aufnehmen. Was ja viele auch nicht machen, die machen immer mal wieder ein Foto, mal von Norden, mal von Süden. Also bei uns sind es immer gleiche Blickrichtungen, immer ohne Mitarbeiter oder ohne Bauarbeiter auf der Baustelle. Das ist uns auch ganz wichtig, im Idealfall bei schönem Wetter. Und wir bieten dazu eben die Plattform an, dass sich jeder anschauen kann. Was natürlich riesen Datenvolumen teilweise sind, gerade auch bei Innenaufnahmen. Und das kann man selber oft gar nicht so gewährleisten, dass man es öffentlich für alle zugänglich macht. Ja, spannender Punkt, auf den wir jetzt gleich auch noch kommen.
Ich bin jetzt gerade nochmal zurückgesprungen auf diese Startseite. Ich bin abgemeldet, ich bin jetzt nicht angemeldet als User. Ich gehe mal auf das Projekt Spinnereihof und sehe hier oben links gleich mal die ersten Bilder. Klicke ich da drauf. Und dann habe ich die verschiedenen Perspektiven um das Gebäude. Genau. Das sind, glaube ich, 4 Bilder. Ja. Und jetzt bin ich wieder bei dem Bild, wo ich vorher war, nur in einer anderen Zeit. Genau. Also es sind immer jetzt in dem Fall 4 Bilder, 4 Perspektiven. Und jetzt mal, wenn ich 4-mal draufgeklickt habe, bin ich wieder entsprechend in der Zeit gesprungen. Das bedeutet, ich kann mich hier einfach nach und nach durch diese ganze Bauzeit klicken, jeden Baufortschritt, jeder Baufortschritt ist regelmäßig dokumentiert und später kann man da wirklich aus jeder Perspektive fast so einen kleinen Zeitraffer machen über die Bauzeit, was ja auch eine schöne Aufnahme ist, ja. Und eine coole Möglichkeit. Jetzt komme ich aber zu einem Punkt, der vor allem für mich persönlich sehr spannend ist. Sieht man fast kaum, aber hier unten gibt es einen Reiter, der heißt öffentliche Innenaufnahmen. So, und hier wird es interessant. Das bedeutet, das Gebäude wird ja auch von innen fotografiert. Genau. Aktuell sogar noch höchst selbst, habe ich mitbekommen. Ja. Und jetzt kann ich mich da tatsächlich, aber hier sehe ich, es sind nicht alle Wohnungen drauf, sondern es sind nur noch die Wohnungen da, die noch verfügbar sind, nicht verkauft sind. Die verkauften Wohnungen sind nicht mehr da. Jetzt gehen wir mal in eine dieser Wohnungen. Ich nehme gleich mal eine sehr schöne, die Wohnung 4.6. Und sehe hier Bilder. Drunter das Datum, sehe 28.03., das ist von letzter Woche. Jetzt kann ich hier drauf gehen und stehe virtuell in der Wohnung. Genau. Kann mich jetzt hier durch diese Wohnung einfach durchklicken. Habe hier unten die unterschiedlichen Räume. Ich bin jetzt gerade im Flur, jetzt gehe ich in den Wohn-Ess-Bereich. Vorher stand ich da hinten in dem Bereich, jetzt stehe ich hier. Ich kann aus dem Fenster schauen. Ich kann nach oben und nach unten gucken. Und hier sieht man ja schon gleich die Heizschleifen. Jetzt ist, soweit ich weiß, auch schon der Estrich unterdessen eingebaut. Ja, bei den nächsten Aufnahmen. Genau, bei den nächsten Aufnahmen sieht man dann den Estrich schon drin. Und das Tolle ist, jetzt sehe ich vielleicht irgendwelche Details, die mich interessieren. Wie hat es denn da vorher ausgeschaut, mhm, in dem Bereich? Und in dem Fall gehe ich wieder raus und gehe in einen anderen Bauzustand, in einen anderen Baufortschritt, zum Beispiel im Januar. Jetzt bin ich in der absolut gleichen Wohnung, an der gleichen Stelle, im Januar. Man sieht, es sind noch nicht mal die Wände gestellt. Ich habe hier noch den Blick auf die freien Rohre. Hier sind teilweise noch keine Gläser drin. Was will ich damit sagen? Also sowohl als Perspektive, Bauträger, als auch als Kunde ist das eine Objektdokumentation, die seinesgleichen sucht. Mhm. Also im Vergleich zu Millionen Bilder schießen, wie man es bisher gemacht hat, mit einem Bautagebuch oder mit, ja, Baudokumentation per Fotokamera, muss ich mich nachher durch tausende Bilder klicken, nur um dann festzustellen, dass ich das relevante Detail nicht erwischt habe. Genau. Mit einer 360-Grad-Kamera erwische ich automatisch alles, was ich von diesem Standpunkt aus sehe und kann dann auch im Nachhinein mich da durchklicken und genau an diese Stelle hinzoomen, die mich interessiert. Und das ist eigentlich etwas, was momentan noch konkurrenzlos ist. Also wo ich sage, okay, ich kann in dieser Wohnung ein gewisses Detail suchen und mich da reinzoomen. Gehen wir vielleicht sogar mal auf die Terrasse raus, da war ich auch noch nicht. Da sieht man mal diesen Wahnsinnsausblick von dieser Wohnung. Und jetzt sehe ich hier, aha, zum Beispiel den Fensteranschluss. Oder wie ist da oben das mit der Attika gemacht worden, mit dem Notüberlauf an der Stelle. Das ist so etwas, wo ich als Bauträger sage, wow, was für ein Mehrwert, wie cool ist das denn? Und es ist ja von jedem zugänglich, wie Sie richtig sagen. Genau. Es ist online verfügbar, jeder kann darauf zugreifen, außer sie ist dann verkauft. Mhm. Dann kann nur noch der Kunde, die Planer, ich als Bauträger darauf zugreifen. Und dazu müsste ich mich dann anmelden. Das kann ich hier oben in dem Bereich machen. Ich melde mich mal kurz an. Auch Sicherheitskennwort. So, jetzt bin ich angemeldet. Jetzt gehe ich in dasselbe Projekt hinein. Jetzt bin ich natürlich als Bauträger angemeldet. Jetzt sehe ich meine Innenaufnahmen 43, sind jetzt natürlich wesentlich mehr als vorher.
Wenn ich jetzt der Kunde bin, dann sehe ich natürlich nur eine Wohnung. Genau, nur die gekaufte. Nur die gekaufte. Außerdem sieht man übrigens auch die Flure und die Tiefgarage, die natürlich für alle einsichtig sind. Also das, selbst wenn man es gekauft hat, ist eine Tiefgarage und ein Hausflur und ein Treppenhaus für jeden einsichtig. Wie funktioniert denn das? Wie macht man so eine 360-Grad-Aufnahme? Eigentlich nicht so schwer. Kamera hinstellen, aus dem Bild gehen, auslösen, aber die Nachbearbeitung dauert natürlich ein Stück. Genau. Man muss die Räume bezeichnen, man muss es auf die Seite einpflegen und das ist oft nicht möglich, wenn man es alleine macht. Ja. Weil es wirklich, wie schon gesagt, ein Riesendatenvolumen ist, wie man es öffentlich machen, es braucht eine schnelle Ladezeit. Verstehe. Wie viele Fotopunkte haben wir denn jetzt eigentlich oder Standpunkte bei dem Spinnereihof hier? Außen 4 und bei den Wohnungen innen haben wir so zwischen, ich würde sagen bei den Wohnungen selber zwischen 7 und 12. 7 und 12. Das sind dann insgesamt ungefähr, haben Sie das im Kopf? Habe ich mir noch nie richtig ausgerechnet. Aber es sind noch ich glaube, doch, ich habe mal gerechnet um die 500. 500 Punkte, ja. Die einzeln fotografiert werden und dann jetzt mal hochgeladen werden, das ist natürlich schon ein bisschen Aufwand. Was muss denn jemand, der sich jetzt dafür interessiert, ungefähr rechnen? Also vergleichbares Objekt, gut, das ist jetzt ein sehr großes, nehmen wir mal ein 10-Familienhaus zum Beispiel. Mhm. Was muss er denn da ungefähr kalkulieren, kostenmäßig, was da auf ihn zukommt für sowas? Also erst muss man mal den Rhythmus festlegen. Also im Idealfall ist es 2-mal im Monat Aufnahmen, mhm, außen und 1-mal im Monat innen. Und wenn wir von der Basis ausgehen, wäre so ein 10-Familienhaus ungefähr bei 500 bis 1000 Euro. Es ist immer abhängig, wie groß die Wohnungen innen sind, wie viele Fotopunkte es gibt, genau, im Monat. Ja, okay. Also, das heißt, so ein Bau läuft dann meistens zwischen 12 und 15 oder 16 Monaten. Dann wäre das zwischen 6.000 und 15.000 Euro, je nachdem, wie groß und wie aufwendig das formuliert ist. Ich glaube, man kann sich wirklich viele Kosten sparen. Natürlich kosten wir was, aber man spart sich sehr viele Kosten, auch wenn man mal allein überlegt, wie oft man Bilder sucht. Ja. Und aber nicht findet und der Mitarbeiter sitzt einen halben Tag da oder die ganzen Begehungen, wenn gekauft wurde oder die Besichtigungen, wenn noch nicht gekauft wurde. Richtig. Und man kann wirklich mit einem Tool sehr viel abgreifen und sich dadurch am Ende auch, obwohl es Geld kostet, Geld sparen und hat einen Mehrwert. Richtig. Also ich muss sagen, diese Idee mit diesen Innenaufnahmen, mit den 360-Grad-Aufnahmen, mit dem Baufortschritt, dass man das dokumentiert, online verfügbar macht und dann auch nachher zur Verfügung stellen kann, ist etwas, was ich vorher nicht hatte. Mhm. Und dessen Mehrwert ich jetzt erst mehr und mehr entdecke. Und wirklich zu schätzen weiß und es toll finde, dass sie das damals entschieden haben zu machen, trotz aller widriger Umstände. Und beglückwünsche Sie zu der Idee und hoffe, dass baufortschritte.de noch wächst und größer wird und möglichst viele Nutzer findet. Ich bemühe mich. Vielen Dank, Herr Werner.